Seid mir gegrüßt zu einer weiteren Geschichte aus Maushausen. Zunächst mal schlage ich hier mein Buch auf, weil da stehen die ganzen Geschichten nämlich drin und dann verrate ich euch den Titel der heutigen Geschichte. Ich weiß nur so viel, es wird lustig. Vorsicht vor dem Schwiegerdrachen. Es war ein reger Markttag. Kein Wunder, das Wetter war spitze, ein herrlicher Sommertag. Die Sonne strahlte, kein einziges Wölkchen war am Himmel. Aber eine laue Brise milderte die Hitze. Im Land der Drachen wurden pausenlos die mystischen Tiere bestohlen, gefüttert und von den wagemutigen Recken und Meiden sogar gejagt. Zum Glück hatte der Gaukler Hilfe dabei. Er selbst betreute das Drachenschießen, seine fleißige Helferin war an der Drachenhöhle. Bei der Drachenfütterung wechselten sich die beiden nach Bedarf ab. Schon die Kleinsten scharten sich um den Stand, der eine stattliche Fläche einnahm, in der Breite und besonders in der Länge. Schließlich lässt sich kein Drache schießen, wenn er direkt vor einem steht. Die Dächer über den aneinandergereihten Stationen spendeten Schatten. Dennoch leerten sich die Wasserkrüge ein ums andere Mal in Windeseile. Das Mädchen schoss mit der kleinen Armbrust den letzten Bolzen ab. Dann war tatsächlich einmal Ruhe am Stand. Der Gaukler nutzte die Gelegenheit, um sich mit dem Krug in der Hand auf einen kleinen Schemel zu setzen. Sibylle drüben tat ihm gleich. Als die Pause dann doch länger wurde, stellte er sich an den Stand und begann zu rufen. »Wer wagt es, den Drachen zu schießen und uns von dem Ungeheuer zu befreien? Wer ist geschickt genug, ihm seine Schätze zu stehlen? Kommt und stellt eure Fähigkeiten auf die Probe!« Es dauerte nicht lange, bis sich die nächste Traube am Land der Drachen gebildet hat. »Wer trifft das Ei und jagt den Drachen?« sprach der Gaukler weiter. Das ist übrigens auch eine gute Übung für alle Drachen mit dem Namen Schwieger, sagte er noch an ein junges Paar vor ihm gewandt. Die junge Frau begann breit zu grinsen. Ihr Begleiter konnte sich ein Prusten nicht verkneifen. Klatsch! Schon gab es eine Schelle an den Hinterkopf. Tja, mit dem Schwiegerdrachen im Rücken sollte man vorsichtig sein. Der Recke wagte es dann nicht. Die junge Dame allerdings nahm die Armbrust zur Hand. Immer wieder erstaunlich, was in so zierlichen Persönchen steckt. Zu einem Treffer kam es leider nicht. Aber wie auch alle anderen Teilnehmer ging sie nicht mit leeren Händen nach Hause. Ihr Recke zog den Kopf ein, als sich die beiden mit dem Schwiegerdrachen im Schlepptau in Richtung Markt abwandten. Diesmal konnte sich der Gaukler ein Grinsen nicht verkneifen. Jupp. Da muss man einfach aufpassen, wann man welchen Spruch, einen Spruch hat er ja nicht gebracht, aber wann man welche Reaktion von sich gibt. Ich fand's lustig. Bei ihm hat es eine einschlagende Wirkung gehabt. Und ja, 90% der Drachen heißen ja bekanntlich mit Vornamen Schwieger. Wie die anderen 10% heißen? Das würdet ihr jetzt wohl gern wissen. Wenn ihr Tipps habt, schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Vielleicht kommt ja der ein oder andere drauf. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal auf einem Mittelaltermarkt wiedersehen und ich euch dann erklären kann, wie die restlichen 10% der Drachen mit Vornamen heißen. Bis dahin, bleibt gesund, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und dann verabschiede ich mich bis zum nächsten Video. Gehabt euch wohl!